Kommen die Leute, habt ihr noch Regie-Medaillons? Liebe Green Connection Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute haben wir uns was ganz Besonderes einfallen lassen. Wir treffen heute den Seedfinder Gründer. Die meisten von euch, gehe ich davon aus, kennen die Firma Seedfinder, wahrscheinlich schon von Anfang an. Und den Gründer werden wir heute treffen. Der Name ist Johan Andersson und er hat uns nicht nur viele interessante Sachen über die Firma Seedfinder und die Entstehung der Firma zu erzählen, sondern da gibt es noch jede Menge Informationen. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Let's go! As the wheels turn city to city, hundreds spoke, chronic smoke, twist up another Philly. Ich muss mal gutes zeigen, dass er nicht liegt. Johann ist so ein Verfechter von richtiger Abluft. Musst du auch unten. Finde ich gut, cool. Das ist auch wichtig. Fette Aktivkohlefilter. Immer überdimensionieren. Richtig. Boah, mach schnell wieder zu. Hey, Johann. If you caught up in these fucking streets, who you gonna call? Erzähl mir, Johann, wir sind bei PodTV. Ja, ja, angefangen hat das so als Home-Shopping-Sender, ne? Mit unserem Headshop. Wir hatten damals Rumpelstilzchen in Würzburg und haben so Bonks verkauft und halt den ganzen Head- und Grow-Shop-Kram. Und irgendwann haben wir dann auf unserer, wir hatten so eine schöne Webseite mit Online-Shop, wo wir auch alles online dann schon verkauft hatten. Und dann haben wir angefangen, so kleine Videos zu drehen. Das erste waren, glaube ich, so Tütendrehmaschinen. Okay. Dann so, hey Johann, was hast du? Kannst du keine Joints drehen? Ne? Sagst du da, Dann, ich so, nee, ich konnte noch nie Joints drehen. Und, ja, dann schau mal hier, wir haben die neue Tütendrehmaschine. Und damit geht das einfach und bla bla bla. Wenn du jetzt kaufst, dann kriegst du noch ein Päckchen Papers dazu. Oben so eingeblendet, nur noch 5, 4, 3 verfügbar. Mhm. Und so. Aber du konntest die Produkte direkt kaufen. Wo wurden diese Videos damals hochgeladen? Weil YouTube, das war ja vor YouTube, Ja, ja, damals gab es kein YouTube. Auf unserer eigenen Webseite, Rumpelstilzchen.com war das. Und später haben wir es dann Kiffer.tv genannt. Ja, da haben wir dann so einen kleinen TV-Channel gehabt, haben so immer was im Fernsehen über Kifferzeug lief, haben wir da hochgeladen. Mhm. Und unsere eigenen Videos auch. Und da kam dann irgendwann Exzessiv dazu. Okay. Dann Exzessiv wurde dann gegründet als YouTube. Nee, damals gab es auch noch kein YouTube. Auch noch kein YouTube? Okay. Das war noch lange davor. Als dann YouTube wirklich... Als YouTube kam, habe ich schon aufgehört. Ich habe nie ein Video bei YouTube hochgeladen. Also das Format hieß einfach Exzessiv TV? Exzessiv, das Magazin. Okay. Ja, genau. Okay. Mit dem Vorspann, ne? So ein bisschen wie Warner, mit der Bong, die so blubbert wie so ein Löwe. Ja. Selber gezeichnet, selber animiert. Also, du konntest ja auch nicht einfach wie heute bei YouTube das Video hochladen. Ja. Du musst es in die verschiedenen Formate, QuickTime, RealPlayer, was es damals so gab. Für jedes brauchst du verschiedene Größen, weil manche haben eine langsamere Leitung, manche eine schnellere. Das heißt, du musst irgendwie 6 oder 10 verschiedene Videoversionen machen und die alle auf den Server schieben. Mhm. In welchem Jahr war das ungefähr? Ja, noch vor 2000. Ja, nee, nach 2000 würde ich sagen. Aber nicht lange. Okay. Ich habe so die ersten 70 Folgen haben wir gemacht in unserem Headshop. Okay. Michi und ich damals. Dann irgendwann, mein Gott, ja, nach 70 Folgen, irgendwann hat man auch mal was anderes zu tun. Ja, ja. Und dann haben wir das abgegeben ans Handjournal. Okay. Und dann hat das Handjournal weiter produziert? Ja, ich habe dann noch ein halbes Jahr oder ein Jahr da rumgesessen, noch ein paar Folgen mit denen zusammen gemacht. Dann kamen irgendwann Marco und Micha dazu. Ja. Da sind wir in den Kaya-Shop gegangen und haben so eine Homebox zusammengestellt, die man dann auch kaufen konnte. Da kommen wir wieder zum Homeshopping. Ja? Okay, ja klar. Alles aufgezeigt, wie man das aufbaut und halt so ein Komplettset für Leute, die alles brauchen. Und Micha war damals in Kaya Grow hinter der Theke und hat uns dann quasi beraten und das Video mit uns gemacht. Irgendwann hat er das übernommen dann mit. Das gab es ja damals einfach noch nicht, das muss man ja auch mal sagen. Nee, sowas gab es nicht. Das gab es nicht, ne? Ja, ich habe dann irgendwann mit Seedfinder angefangen, so nebenbei. Das, was Seedfinder war, so im Jahr 2008, 2010 ungefähr? Ja, so ungefähr, als wir Exzessiv aufgehört haben, vielleicht ein Jahr später. Wie kam es dazu? Hast du dir gedacht, hey, sowas wie Seedfinder gibt es nicht und braucht es? Ich habe so an Preisvergleich-Suchmaschinen gearbeitet und habe so ein System für so einen Preisvergleich gebaut. Okay. Und das war am Anfang eher, wie hieß denn das, Dragship. Das war eine Liste von Smart Shops in Holland, wo man verschiedene Sachen wie Ephedra oder diese ganzen Kräutersachen kaufen konnte. Ja. Verstehe. Die man in Deutschland schon nicht mehr kaufen durfte. Mhm. Das war quasi eine Suchmaschine für die Sachen, wo man dann über Affiliate-Links dort einkaufen konnte.
Und irgendwann hatte ich das System fertig und das lief alles. Und dann habe ich mir gedacht, verdammt, ich hatte auch Hanfsamen als Kategorie. Mhm. Dann gab es aber damals 500 Sorten oder so. Das waren nicht so viele, das hat in eine Kategorie gepasst. Ja, ja. Und irgendwann wurde das mehr und mehr. Und dann habe ich gedacht, ich lagere das mal aus und mache mir eine Datenbank. Ich habe ja auch gegrowt damals. Ich wollte dann selber tracken, wie ich die Pflanzen anbaue. Ja. Am Anfang war noch so eine Art Grau-Journal dabei. Da konnte man sein eigenes Grau-Journal hochladen und dokumentieren, was man macht und Fotos und so. Cool. Ja, und so wurde es dann immer größer und größer. Es explodiert ja voll Informationen, die da drin stecken. Wie hast du das angefangen? Also war es einfach, es gab 10 Seedbanks oder so. Okay. Alles easy, ja? Ja. Dann hatte man noch alte Kataloge, die habe ich dann halt abgeschrieben. Ja, und dann da eingepflegt. Genau. Krass. Problem war eher, dass es nicht viele Informationen gab über die Genetiken und so. Die Seedbanks, damals war ja alles illegal. Das heißt, das war wenig Dokumentation. Das war irgendwie der Klon, den der Hippie-Freund von irgendjemand mal von dort bekommen hat. Und dann kam halt so eine Angabe wie Anknown halt zustande. Ja, klar. Das ist immer noch alles sehr im Dunkeln. Ich habe ganz schön viel vielleicht und könnte sein in meinen Stammbäumen, aber mein Gott, wir kommen halt aus dem Schwarzmarkt. Damals waren noch nicht Sachen wie PayPal zum Beispiel angesagt, das gab es nicht. Also wir haben wirklich, heute kann man ja drüber reden, wir haben Briefumschläge genommen mit Bargeld, haben die nach Amsterdam geschickt. Waren ja auch alle Leute super paranoid, du wolltest ja nicht eine Überweisung machen von deinem Konto oder sowas. Genau, zum Kollegen der Kollege hat dir die Samen gebracht. Ja, das andere wäre Wahnsinn. Als du mit Seedfinder gestartet hast, als 2008, 2010 die Zeit, was waren damals die Genetiken, die dir heute vielleicht sogar noch so ein bisschen im Kopf sind? Ja, immer noch, das sind die Klassiker, waren so Super Skunk, Orange Butt, kein Plan. So. Damit habt ihr so gearbeitet? Diese Sachen, ja. Naja, das gab es halt auf dem Markt. Ja. Und alles andere waren viele Kreuzungen mit Skunk und Afghani und halt Sensi-Seed war sehr dominant damals. Ja. Die Hälfte der Genetiken kam irgendwie, hatte mit Sensi zu tun oder mit Nevilles-Zeug. Das gab noch nicht so viel. Dann kamen gerade so die ersten feminisierten Samen damals von Dutch Passion. Dann gab es der Sensi Star, war damals sehr beliebt und bekannt, weil sie wirklich stark war. Ja. Und dann, aber auf dem Schwarzmarkt gab es damals so Sachen wie Victory oder sowas, die alten Klassiker. Lemon Haze gab es auch noch nicht damals. Das kam dann später, war das für eine ganze Zeit sehr dominant. Lemon Haze hier, Lemon Haze da, Super Lemon Haze von Greenhouse. Ja. Haben sie alle irgendwas mit gekreuzt. Ja, so die Zeiten. Ne? Dann die feminisierten Samen kamen dann irgendwann von Dutch Passion und dann auch von allen anderen Seedbanks. Dann kamen die ersten Seedbanks, die auch, damals gab es ja immer nur 10er-Packs. Manche Seedbanks hatten 5er-Packs, aber nicht viele. Und dann irgendwann kamen die ersten Seedbanks, das war übrigens, der allererste war hier von den Kanarischen Inseln, von La Palma. Chumayek heißt der, ist so ein kleiner Grow-Shop. Und der hat angefangen, einzelne Samen zu verschicken. Da hast du immer ein Stückchen von der Originalpackung mitbekommen. Ja, ja. Und konntest aber einen Superskunk, einen Afghan, einen dies, einen das bestellen. Okay. Ja, der hat die dann auch nach Europa geschickt? Ja, der hat die ganz cool verpackt und versteckt. Okay. In so einer Wellblechpappe waren dann die Samen einzeln drin, in Pergamentpapier, in so Brotpapier eingewickelt, beschriftet. Ja. Stückchen von der Originalverpackung. Viele haben damals tatsächlich gedacht, Seedfinder vertreibt selber Samen. Ach so, nee. Also, dass du die Samen tatsächlich kaufen kannst. Habt ihr aber nie gemacht, ne? Nö, nie gemacht. War auch nie der Plan. Es war am Anfang einfach nur so als Suchmaschine gedacht, dass wenn jemand Samen sucht, verschiedene Shops findet. Genau. Und Infos, dass die User Infos hochladen können, um anderen bei ihrer Sortenwahl zu helfen. Wie hast du das so ein bisschen selektiert? Also wenn da manche wahrscheinlich totalen Blödsinn auch mal reingeschrieben haben, bist du dann jeden Tag durchgegangen? Ich glaube durch Kompliziertheit. Du kannst bei mir nicht einfach so klicken und irgendwas ist hoch. Du musst irgendwas eingeben und hier noch eingeben und erstmal so ein Oldschool-HTML-Formular bekämpfen. Okay. Und du kriegst ja auch kein Fame bei mir. Mhm. Du kannst nichts liken, kannst keine Freunde hinzufügen, bist nicht irgendwie besser als irgendwer anders. So, das ist ja alles. Jeder kann einen Account machen. Willst du 3 Accounts, mach dir 3 Accounts. Ich könnte wahrscheinlich nachschauen, wie viele User ich habe und wie viele sich anmelden und so weiter. Aber okay, interessiert dich gar nicht. Interessiert mich eigentlich gar nicht. Okay. Ich tracke auch keine IPs groß, weil du hast bei mir, wenn du willst, hast du auch kein Analytics-Ding und sowas drin. Wenn dein Browser sagt, do not track, dann track ich dich nicht. Ja. Aber gar nicht. Weil ich habe keinerlei Drittanbieter, keinerlei IP-Skin zu irgendwelchen komischen Widgets oder zu irgendwelchem Zeug. Alle Werbung liegt bei uns auf dem Server. Mhm. Also es ist alles so möglichst userfreundlich gemacht. Wa?
keine großen Cookies, brauchst du ja für nichts. Ich habe ja keine Advertising-Systeme von irgendwelchen anderen Leuten. Und wie zeitintensiv kann man sich dann das ganze Projekt Seedfinder damals vorstellen? Also wenn du früh aufgestanden bist, bist du dann wirklich hingegangen, okay, und hast geguckt, wer hat neue Daten eingepflegt? Das Daten einpflegen war am Anfang gar nicht groß das die arbeitsraubende Sache, sondern erstmal das System zu schreiben. Das ist ja jetzt kein, wie sagt man denn, so, naja, nicht so ein Plugin von irgendeinem Forum oder so. Gab's ja auch einfach noch nicht mal, wirklich, oder? Nee, das ist komplett selber geschrieben, ne? Extra für den Zweck. Jede einzelne Funktion, jeder einzelne Mist. Und das hat schon ein paar Jahre gebraucht, bis das so halbwegs alles miteinander funktioniert hat. Ne? Und eigentlich bin ich ja immer noch nicht fertig. Ich habe im Moment zu wenig Zeit. Ja. Dass wir das Ganze einpflegen und die ganzen Kontakte mit den Usern und mit den Seedbanks, das macht alles Christian, der für mich arbeitet. Okay. Also jetzt in Berlin momentan. Mhm. War noch eine Weile hier auf Teneriffa, jetzt wieder in Berlin. Mhm. Wie er Bock hat. Aber ich kann man sich schon vorstellen, dass es jeden Tag Zeit in Anspruch nimmt. Ja, ne? Definitiv. Klar, natürlich, jeden Tag. Ja. Definitiv. Allein die neuen Sorten inzwischen, ne? Das jeden Tag irgendwie 10 neue Sorten, 3 neue Seedbanks. Richtig. Ne? Wie viel Kubik hast du hier denn verbaut an Abluft? Das ist die Zuluft. Das ist Zuluft? 4 Kubik, 4000. Und dann da drüben ist die Abluft mit einem Filter davor. Auch nochmal 4000 raus. Okay. Und schön gebaut, weil sie sind auf Schienen. Kannst du rausziehen und draußen ebenerdig den Filter tauschen. Wie oft muss der Filter getauscht werden? So? Oh, oft. Ja? Naja, so ein halbes Jahr oder so. Halt nicht. Aber mit Rauch. Glaube ich. Aber wir haben in jedem Raum 4 rein, 4 raus. Okay, ja, sonst hättest du Unterdruck und solche Klappe auch unter, scheiße. Wir haben ja Unterdruck. Hast du richtig. Okay. Aber nicht so, dass du an der Tür merkst. Nee, nicht ganz so, aber leicht. Okay. Aber draußen riecht man noch gar nichts. Dadurch. Null. Ja. Das ist uns aufgefallen, wir standen vor der Tür und wir haben wirklich gar nichts gerochen. Es war bei den anderen wirklich anders. Und du hast halt schön viel frische Luft hier. Man ist nicht in so einem kleinen, niedrigen Raum. Weil du so hohe Decken einfach hast. So sieht's aus. Wie ist denn das? Du warst davor, auf einem anderen Spot, glaube ich, ne? Ja, Las Americas. Mhm, genau. Mit 2 Terrassen draußen. Ist natürlich aber auch schön, aber... Sehr schöner Spot, aber Probleme mit den Nachbarn. Zu offen, auch Einbruch mal gehabt, nachts jemand reingestiegen. Das konntest du nicht wirklich zumachen. Und dann hast du dich dafür entschieden, ein bisschen... Ja, irgendwann sind wir umgezogen. Umgezogen. Hier haben wir auch viel mehr Platz. Ja, voll. Wir haben 700 Quadratmeter oder so. Wann bist du nach Teneriffa gekommen? Ja, so 10 Jahre her, 2012 Jahre? Oder so, würde ich sagen. Mhm. Ja, ja. Wieso war es gerade Teneriffa? Es hätte ja genauso gut Fuerteventura sein können. Ja, hätte es sein können. Nee, hier Teneriffa ist gut angebunden. Ne? Ich habe den Flughafen hier. Mhm. Ich habe noch eine... Hier wohnen schon recht viele Leute. Weil ich habe alle Shops, die ich brauche. Wenn mein Computer kaputt geht, kann ich in den Laden gehen, was kaufen. Ich meine, die anderen Inseln sind schon toll, aber da fahre ich dann eher zum Urlaub hin. Mhm. Okay. Ja, macht Sinn. Ja. Und dann bist du aus Berlin hergekommen mit der Maßgabe, hey, ich mache jetzt einen Social Club auf. Nee, war gar nicht mein Plan. Da bin ich so reingerutscht nebenbei. Ich bin ein Mitglied gewesen seit ersten Tag, als aufgemacht wurde. Und irgendwann ist der Präsident verschwunden und jemand Neues wurde gesucht. Und seitdem stehe ich hier blöde rum. Echt, ja? War das so? Okay. So eine Art ist das gewesen. Ja, bin ich eher reingerutscht. Ja. Ja. Ich war halt jeden Tag in den Clubs. Damals gab es ja nur 2, 3 hier. Es gab einen in Los Cristianos. Also einen gab es hier. Und 1, 2 noch im Norden in Santa Cruz. Okay, krass. Und der Club hier, wir waren der 2. quasi hier im kompletten Süden von Teneriffa, der überhaupt aufgemacht hat. Wir waren der 1. in Las Americas. Ja. Aber seit Corona, ein bisschen davor, hat schon angefangen zu explodieren. Okay. Aber jetzt, glaube ich, steile Kurve. Was die Leute natürlich auch wieder interessiert, wie haben sich denn die Cannabis-Sorten in den Clubs verändert in den letzten Jahren? Qualitäten? Ja, muss man sagen, Club oder Club. Die Hälfte der Clubs hier sind Touri-Abzockbuden. Gut, dass du es mal sagst. So. Das heißt, die Qualität ist das, was die billig einkaufen können und die teuer verkaufen können. Ja. Am besten in einer schönen, bunt bedruckten Tüte für 100 Euro 3,5 Gramm. Mhm. Okay, ja. Und brennt schwarz. Ja. Nee. So halt. Okay. Aber es gibt auch andere. Gibt auch andere, ja. Aber die musst du mit der Lupe suchen. Die machen meist keine Werbung. Mhm. Da musst du jemanden kennen. Okay. Und wenn wir nochmal zum Thema Genetiken kommen, also machen die da Unterschiede? Also die wirklichen Touristen-Clubs und die Clubs, wo sich eher Einheimische aufhalten, Locals? Ja, bei den Locals, da wird schon auch noch viel so Outdoor angebaut, ein bisschen, ne? Und gibt günstigere Sorten. Die Locals haben nicht so viel Kohle hier wie die Touristen. Den kannst du nicht 12 Euro pro Gramm abverlangen. Das geht einfach nicht. Die wollen das auch gar nicht bezahlen. Ne? Können sie nicht. Ja. Ganz einfach. Genau. Ja. Wo befinden sich da die Preise? Ja, so wie bei uns. So geht bei vielleicht 5, 6, 7 Euro los. Bis 8 Euro. Dann haben die meisten schon auch was Teureres. Für
Aber in den Touristenclub, wenn du da was siehst für 8 oder 10 Euro, das willst du mit der Kneifzange nicht anfassen. Absolut. Ja. Und dann irgendwie ab 15, 16, 17, 18 Euro geht's los, rauchbar zu werden. Das ist, also weigere ich mich aber einfach zu bezahlen. Sehe ich auch so. Aus Prinzip nicht. Und dann wissen sie auch nicht mal, was es ist, weil sie keine Kontrolle haben, weil sie es auch nur irgendwo kaufen und verkaufen. Und dann kriegt der Grower vielleicht 4 Euro, aber die verlangen 20. Mhm. Ganz toll. Ja, absolut. Ja. Wie ist es bei dir? Kann man sich das schon so vorstellen? Du gehst auch zu den Pflanzen hin, schaust dir die an, arbeitest mit denen? Alles selber, ja. Also nicht ich persönlich, aber Samo macht es. Mit Samo arbeitest du auch schon seit mehreren Jahren zusammen? Seit dem Beginn hier. Wir haben den Club quasi mit aufgemacht. Okay, stark. Alles selber. Wir kaufen nichts und wir verkaufen auch nichts. Okay. Alle Grower sind Mitglieder von unserem Club und bauen ausschließlich für unseren Club an. Wie viele sind es ungefähr? Also wie viel grown? Ungefähr? Vielleicht 3-4 verschiedene Locations quasi so, ja. Okay. Mit mehr oder weniger Leuten dann jeweils dort. Und dass der Zuschauer sich eine kleine Vorstellung machen kann, in welchen Dimensionen hält sich sowas auf? Also sind es 5 Quadratmeter oder eher 20? Weil eine riesige Lagerhalle wird es nicht sein, selbstverständlich nicht. 8 bis 10 Lampen oder sowas. 8 bis 10 Lampen, dass man mal ungefähr halt, okay. Also keine riesigen Dimensionen, eher etwas kleiner. Genau, das ist immer noch nicht legal. Wir müssen auch damit rechnen, dass mal was passiert, dass man umbauen muss. Ja, genau. Insofern lieber klein halten. Und was würde denn passieren, wenn die Polizei in Teneriffa eine Grow-Plantage entdeckt, die aber offensichtlich für einen Social ist? Bauen alles ab, ernten alles ab. Okay. Ist in der Zeitung als Rauschgiftplantage. Aha, okay, das schon, ja? Ja, ja, das ganze Programm. Am Ende muss dem Richter erklären, dass es für ein Social Club war. Aber ein Verfahren wird es geben wahrscheinlich. Ne, kommt auf die Menge an natürlich auch. Okay, und der Richter, der ist dann je nach Tageslauf, oder? Ja, das kann sein, ja. Okay, genau. Aber gibt es Leute, die wirklich in den Knast gehen dafür? Das ist schwierig, hier in den Knast zu gehen dafür. Da muss ich schon anstrengen. Schön gesagt, ja. Also, okay, hat man es mit einer Geldstrafe zu tun wahrscheinlich, ja, oder? Ja, ja, oder auf Bewährungsstrafe im Zweifel. Dann gehst du in Berufung und dann dauert es wieder 5 Jahre. Dann gehst du zum höchsten Gericht. Das, mein Gott. Okay, okay. Da wird es eher vorher legal, bevor jemand in den Knast geht. Okay, verstehe. Aber alles wird mitgenommen, Technik ebenfalls? Ja, meistens schon. Meistens schon. Die teuren Sachen? Die werden auf jeden Fall mitgenommen, ne? Technik, alles, was sich gut auf Fotos macht. Voll, genau. Also ich habe sogar mitbekommen, dass in manchen Bundesländern, in Deutschland, ich finde es absolut paradox, da wird das Grow-Zeug, was beschlagnahmt wurde vom Zoll, von der Polizei, versteigert, ja, ja. Vom Zoll von mir hat auch mal seine beschlagnahmte Anlage in Holland aber komplett zurückersteigert und am selben Platz wieder aufgebaut. Wirklich? Ja, ja. Ich glaube, das ist auch schon wieder 15 Jahre her oder 20. Ja, ja. Aber ist absurd, ne? Ja, ja. Nee, bei den Pflanzen habe ich mich hier eigentlich rausgehalten. Mhm. Man kann nicht alles machen. Ja, klar. Ich kümmere mich momentan mehr so um Edibles und sowas. Das ist eher ein Thema für dich. Ja, genau. Ja, du hast dich da in den letzten Jahren wirklich intensiv mit auseinandergesetzt, muss man sagen. Ja, nicht nur in den letzten Jahren, habe ich früher schon gemacht. Als ich ein kleiner Punker war, habe ich auf Festivals Edibles verkauft. Okay. Da war ich 17 vielleicht oder so, 16, 17. Habe schon ein paar Jahre lang gemacht, das jeden Sommer auf Festivals, von Festival zu Festival. Mhm. Und am Wochenende bei irgendeinem Kumpel Kekse gebacken, Pralinen gemacht, mit Hasch noch damals. Also halt Haschkekse? Ja, Haschkekse. Ja. Aber auch richtig am Stand teilweise, in Rothenburg ob der Tauber zum Beispiel in Bayern, hatten wir so einen Stand mit Krimskrams und Kiffer, so Papers und Zeug und Schmuck. Ein Freund von mir hat Schmuck aus Marokko verkauft, so Silberschmuck und so Sachen. Krass. Und dann haben wir so dicke Kekse gemacht und so rot-gelb-grün glasiert und ein Lederband durchgezogen. Und dann haben wir die als Reggae-Medaillons verkauft für 10 Mark. Meistens waren wir Freitag schon ausverkauft. Kommen die Leute, habt ihr noch Reggae-Medaillons? Ja, gib mal 5. Brauchst du Lederbänder? Och nee. Lass. Zack, 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 50 Mark. Geil. Ich habe auf einem der Festivals habe ich jemanden kennengelernt. Ja. Da war ich so am Jonglieren und am Haschkekse verkaufen. Mhm. Und ich brauchte Papers und bin zu so einem Stand gegangen. Und ich habe gemeint, hier, ich brauche lange Papers, war so ein Headshot-Stand. Und der, oh, sorry, meine Bestellung ist nicht gekommen, ich habe keine langen Papers. Was ist denn das für ein Headshot? Keine langen Papers. Ja, hier, ich habe ein Päckchen, hier, willst du eins? Dann habe ich mich da hingesetzt, habe einen geraucht und es waren sympathische Leute. Ja. Und dann haben wir die nächsten paar Festivals zusammen gemacht, habe bei ihm meine Kekse gebacken. Und ja, irgendwann haben wir dann so Headshots aufgemacht. Stark. Da kam ein anderer Kumpel noch dazu mit ein bisschen Geld. Mhm. Und irgendwann wurde so aus diesem Festivalverkauf ein richtiger Laden. Wo stand der erste Laden? Der erste Laden war in Bad Kissingen und der nächste dann in Würzburg. Mhm. Das ist verrückt, ne? Ich habe dir das schon mal erzählt, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, als ich
das letzte Mal hier war. Dein Laden war der erste Growshop, oder Headshop, Entschuldigung, Headshop, den ich als kleines Kind, ich weiß es noch, 13 Jahre. Ne? Also das haben die meisten wahrscheinlich, die meisten erinnern sich daran, wann sie das erste Mal als Kind einen Headshop oder Growshop wahrgenommen haben. Man wusste ja nicht, was ist das, da riecht es komisch oder da stehen also irgendwelche Bomben. Also Räucherstäbchen und Zeug. Genau. Immer so. Genau. Und dein Laden, das haben wir ja letztes Mal rausbekommen, ne, im Gespräch, dein Laden war tatsächlich damals der erste Laden, den ich als Kind wahrgenommen habe als Headshop. Sehr gut, Pflicht erfüllt. Also, Rumpelstilzchen war das, ne? Ja, Rumpelstilzchen. Ich erinnere mich. Wir hatten auch Bundeshandschutz als Marke damals, war auch echt bekannt. Mhm. Viele Leute mit rumgegangen. Damals war ich halt 12, 13 Jahre. Wie alt warst du? 10 Jahre älter halt? Also 18 muss ich gewesen sein. 19, als wir angefangen haben mit den Growshops, glaube ich. Irgendwas in dem Dreh. So jung warst du, ne? Und damals war das ja noch krass, ne? Also damals waren Leute, und gerade in Bayern. Ja, wir haben, du, 94 gab es ja das Urteil vom Verfassungsgericht. Und wir haben alle gedacht, in ein paar Jahren ist Hasch legal. Ja, wir machen ja jetzt noch schnell ein bisschen den Headshop auf und so und dann verkaufen wir Gras. Okay, ja, habt ihr. Jetzt sitzen wir immer noch hier. Habt ihr euch gewünscht? Ja, das Verfassungsgerichtsurteil ist immer noch nicht umgesetzt. Das sind jetzt 25 Jahre. Bundeseinheitliche geringe Menge hat das Verfassungsgericht damals vorgeschrieben. Da hat sich kein Schwanz drum gekümmert. Ja. Mhm. Was hast du, Lambok? Lambok? Ja, Lambok. Also, wir haben denen damals ein bisschen geholfen. Ich glaube, der Bruder des Regisseurs hat zufällig in dem Haus gewohnt, wo wir in Würzburg den Headshop hatten. Ich habe auch in dem Haus gewohnt. Ach, echt? Und irgendwann hat mich aber die Filmfirma angeschrieben, ob wir denen helfen können bei ihrem Flash-Game, was sie irgendwie gemacht haben fürs Web. Mhm. Mit Hanfpflanzenbildern und so Sachen. Und dann kam man so rings hintenrum raus, dass eigentlich der Bruder in meinem Haus wohnt. So. Ach, das kam dann zufällig raus? Ja, das kam dann zufällig raus. Ach, krass. Okay. Ja, aber wir haben noch nicht viel gemacht. Wir haben ein bisschen geholfen, ein paar Karten bekommen, alles gut. Na, ist zur Premiere dann? Nö, wir waren in Würzburg im Raucherkino, das ist ein ganz guter Platz gewesen. Und jetzt kommen wir zu dem spannenden Thema. Ach ja, die Edibles. Mit den Edibles? Genau. Ja, mache ich jetzt quasi wieder. Ich mache immer noch dasselbe, was ich mit 14 gemacht habe. Mhm. Ich laufe mit einer Plastiktüte rum und bringe Haschkekse zu irgendwelchen Leuten. Ja. Aber jetzt etwas professionalisierter, kann man sagen. Ja, aber immer noch mit einer Plastiktüte. Naja, jetzt habe ich Kühlboxen, weil ich mache Schokolade. Und hier ist Teneriffa und es ist warm, jetzt muss ich es in der Kühlbox transportieren. Okay. Früher bin ich auf der Straße nur so als Punker mit meiner Plastiktüte und Johann und auf dem Auto meine Kekse aufgemacht. Und jetzt gibt es nicht nur Kekse, sondern auch Schokolade? Nee, wir haben hier, auch kannst du mal da rüber schwenken. Da steht so eine Palette an verschiedenen Schokoladen. Und auch Instant-Produkte machen wir. Wir sind quasi spezialisiert auf lange, haltbare, exakt dosierbare Produkte. Also alles so mit mindestens einem halben Jahr bis ein Jahr bis zwei Jahren Haltbarkeitsdatum. Mhm. Instant-Produkte kannst du dir selber machen zu jeder Zeit zu Hause, wenn du willst. Mhm. Die Schokoladen, ja, besser gleich essen, dann schmelzen sie. Ich benutze Ultraschall, um die Partikel so klein runterzubrechen, dass sie quasi wasserlöslich sind. Das ist eher wasserkompatibel. Mhm. Also, ja. Okay. Wirkt quasi sublingual, wirkt schneller, wirkt ein bisschen stärker. Mhm. Ist vom Effekt mehr zu vergleichen wie mit Rauchen oder Vaporizen als ein normales Edible. Okay. Und es wird überhaupt besser, ja, mehr davon aufgenommen, weil normalerweise baut der Magen viel davon ab und wandelt einen Teil des THCs in Hydroxy-11-THC oder sowas um. Und das hat eine andere Wirkung als Rauchen. Ne? Mhm. Aber das Nano geht direkt ins Blut, geht nicht den Umweg über den Magen, wird nicht umgewandelt. Dadurch hast du die pure THC-Wirkung und das viel schneller und zuverlässiger. Okay. Zeigst du uns das mal, Johann? Ja, da kommt mal mit. Ja, mir nach. Die Tür ist schon offen. Ja, hier ist Los Burritos Land. Ja, unsere Marke. Da steht Simona und... Hallo. Hallo. Die kleinen Pakete habt ihr vorher gesehen. Das sind unsere großen Pakete. Hier wird das Cannaquick gerade gemacht, Johann? Hier wird das Cannaquick gerade gemacht. Ach, nice. Wir machen hier unsere Schokoladen, das ist eine Schokoladentemperiermaschine, da steht ein Rütteltisch. Ja, noch Reste von vorhin drin. Ah, hier, ah, okay. Dann kommt quasi ein Tisch, kann ich dann rüberrollen, ins Kalte auch. Dann machen wir hier die Schokoladen, dann kommen die auf den Rütteltisch und dann in den Kühlraum am Ende. Ja, das hier ist so Ultrasonic-Zeug, damit machen wir dann unsere Nano-Emulsion. Damit ist es eben möglich, es wasserlöslich zu machen. Genau, damit ist es möglich, ja. Und damit und mit ein bisschen Chemie. Mhm. Ja. Wie lange hat es gedauert, Jörn, bis du dich da wirklich so eingelesen hast? Also du hast ja gesagt, du machst es schon viele Jahre, klar, seitdem du 17-Jährige. Über die Jahre liest man sich das drauf. Ne? Mhm. Und jetzt gibt es inzwischen neue Techniken mit den Ölen und so. Lassen sich natürlich ganz andere Produkte machen, als wir damals mit ein bisschen Hasch machen konnten. Mhm. Jetzt können wir richtig wasserlösliche Sachen machen. Hier kann ich euch mal zeigen, Sekunde. Ja, gerne. Unser Grundpuder
zum Beispiel. Es ist nicht viel drin. Das sieht so aus, wenn du mal die Nase reinhalten willst. Ja. Das ist quasi ein Live-Resign und das ist eine Mikro-Encapsulation mit einer modifizierten Kornstärke. Okay. Das ist quasi in einen Stärkepartikel rein verkapselt, der innen Fett bindend ist und außen wasserbindend. Okay. Ah, okay, verstehe. Und damit können wir dann unsere Instant-Produkte machen und auch sehr genau dosieren. Mhm. Krass, nicht schlecht. Also alles ein bisschen technischer geworden heutzutage. Kann ich mir vorstellen. Dadurch auch genau dosierbar. Aber du arbeitest grundsätzlich mit Extrakten, ne? Ja, mit Extrakten. Mit Extrakten, also nicht so, dass du noch mit Haschisch oder Blüten... Nee. Kannst du für die meisten Sachen nicht machen. Für die Nano-Sachen brauchst du auch so super reine Extrakte mit mindestens 90% THC. Mhm. Sonst ist der Geschmack so penetrant bitter, dass man das nicht mehr genießen kann. Okay. Die Partikel sind alle sehr klein dann, auch die Geschmackspartikel quasi, um das jetzt mal simpel zu erklären. Ja. Dadurch treffen sehr viele davon auf deine Zunge gleichzeitig. Und dadurch ist der Bittergeschmack viel, viel stärker, als wenn man es normalerweise essen würde. Mhm. Aber auch die Wirkung. Okay. Aber ja, mit einem guten Extrakt, ne, brauchst du eine THC-Kristalle oder sowas. Ja. Ne, oder ein sehr sauberes Live-Resign. Das hier zum Beispiel kommt in die Schokoladen. Das sieht aus wie Honig, ne? Ja. Das ist schon dekarboxyliert. Mhm. Wie lange dekarboxylierst du? Na, es kommt immer ein bisschen drauf an, für was ich es mache. Wenn ich die Terpene erhalten will oder ob ich sie nicht brauche. Im Schnitt vielleicht Öle, 120 Grad, 20 Minuten. Mhm. Glas im Ofen. Mhm. Alles klar. Wasserbad, wenn natürlich, wenn du die Terpene erhalten willst, dann besser bei niedrigen Temperaturen für sehr lange Zeit im geschlossenen Glas. Ja. Und dann bleiben die ganzen Terpene drin. Und wie kriegst du es hin, dass du so eine präzise Dosierung machst? Analysierst du alles? Ich analysiere das, ne? Schickst ins Labor, dann weiß ich, was ich habe. Alles klar. Also es wird ganz einfache Sache. Ganz einfache Sache. Ne? Ja. Ist ja für die meisten in Deutschland zum Beispiel gar nicht möglich. Ja, für uns ja eigentlich auch nicht. Ja? Irgendwie gibt es immer einen Weg. Okay. Ich verstehe. Wie viel Milligramm sind in der Regel bei dir so verfügbar? Also hier sehe ich gerade 150, das hier sehe ich 50. Immer für eine Tasse die Produkte. Deswegen sind mit 50 fährt man eigentlich ganz gut. Ja. Viele Leute haben davon schon eine gute Wirkung. Okay. Das kiffen ja auch nicht alle so viel wie wir. Ne? Wir brauchen vielleicht 200 oder so. Okay. Aber die meisten Leute, weil jemand, der einen Joint am Wochenende raucht, der braucht 10 Milligramm, wenn das ordentlich dosiert ist. Er hat da schon eine Wirkung. Für den ist 50 schon ziemlich stark. Mhm. Aber könnte ich die auch höher dosiert bei dir bekommen? Ja, klar. Kein Problem. Okay. Und hier hast du 100? Ich habe ja auch verschiedene. Hier zum Beispiel der Pudding ist dann mit 75 Milligramm. Ich habe ein Mousse au Chocolat, das mischt man mit Milch an und stellt es im Kühlschrank für eine halbe Stunde. Ja. Das ist ein richtig gutes Mousse. Das hat 100. Geil. Was ist dein Lieblingsprodukt? Ach, Canacquick ist schon der Klassiker. Das Mousse ist sehr, sehr gut. Alle Italiener mögen Teaciuba, weil das so ein typisch italienischer Pudding ist. So ein heißer Pudding, so eine heiße Schokolade. Ja, den kenne ich sogar. Den kenne ich sogar. Woher der Name Los Puritos, woher kommt der? Es gibt so eine spanische Süßigkeitenmarke, die heißt La Casitas. Wie auch so ungefähr aussieht. Ja, übernommen. Porro heißt im Spanischen Joint. Mhm. Porro. Und ein Burrito ist ein kleiner Joint. Verstehe. Und Los Burritos sind quasi die kleinen Joints. Mhm. Und das kommt daher, weil wir angefangen haben mit Schokoladenjoints. Ja, die sahen, sieht aus wie ein Joint, aber auch Schokolade infused kannst du essen. Haben wir sogar ein Patent drauf. So, kommt dann so. Ach cool. Mit Papier eingepackt. Und das ist weiße Schokolade das hier? Das ist weiße, Moment mal auspacken. In einem echten Paper natürlich eingepackt. Ne? Ein echter Filtertipp. Geil. Alles Handarbeit das hier. Das weiße Schokolade mit einer dunklen Schokolade, glaube ich, obendrauf. Ja, oder einer veganen Milchschokolade, ja. Ich weiß gar nicht mehr genau, das ist schon so lange her. Und hier hinten... ein richtiger Papierfiltertipp. Siehst du das? Ich muss aufpassen in der Hand, weil die schmilzt. Ja. Das ist ja genial. Das kommt in so einem Joint-Pack, 20 Milligramm THC. Okay, mega. Ist ja auch total cool für Reisen zum Beispiel, ja, ne? Na ja, gut, ist ein bisschen auffällig vielleicht, aber so zum Rumspielen, ist ein schönes Geschenk. Ich mein, bei Reisen hast du schnell weggesnackt. Ich ja. zum Beispiel, ich habe das Problem, wenn ich Bahn fahre oder was, ne? Dann am Bahnhof stehen und einen Joint rauchen, ist immer uncool. Ja, nee, mega. Schnell. Und da essen... Finde ich, da ist die beste. Genau. Gerade für die Reise, wenn man dann auch im Flugzeug nicht kiffen kann, ne, bist du schön ein paar Stunden breit, schläfst im Sessel. Genau, mega. Ja. Das sind dann die Schokoladentafeln, die wir machen. Und da sehen dann die einzelnen Stücke aus wie Joints. Okay, du kannst sie rausbrechen. Die kannst du so abbrechen. Cool. Das sind quasi so halbe Joints. Die ganze Packung 120 Milligramm? 120 Milligramm, 6 Stückchen. Okay, stark.
Das ist eine dunkle Madagaskar-Schokolade. Da haben wir dann ganz verschiedene Schokoladen. Mhm. Cool. Ja, hinten mit allen Inhaltsstoffen drauf, ne? Mit Haltbarkeitsdatum, mit QR-Code, wo du nochmal alle Infos zur Schokolade hast und den ganzen. Ne? Das ist ein richtiges Produkt. Ja. Schön. Johann? Ja? Ich bedanke mich immer gern. Für die Information, die wir von dir bekommen konnten. Ja, wenn es irgendwelche Fragen gibt, wisst ihr ja. Schreibt es in die Kommentare, Leute. Ach ja. Liest du Kommentare? Ja, jetzt wahrscheinlich schon. Jetzt schon? Also Johann guckt sich das Video an. Ja, ja, ja. Und er wird die Kommentare lesen. Also er wird, wenn er ganz viel Glück habt und nicht allzu dumme Fragen stellt, dann habt ihr Glück und der Johann beantwortet vielleicht auch. Ich muss mal gucken, ich bin nicht so firm mit TikTok, ne? Nee, Instagram oder halt YouTube, ne? YouTube. Ja, ich muss mal gucken, ob ich dann noch einen Account habe oder ob ich schon wieder geblockt bin. Das könnte sein. Ja. Das könnte sein. Aber wenn nicht, wir kriegen das hin, dass du das Video schaust. Du kannst ja auch ohne Account schauen. Ja, sehr gut. Aber kommentieren, da brauchst du einer meiner Sockenpuppen wird das schon regeln. Ja. Johann, hat mich echt mega gefreut. Mich auch. Wirklich. Dankeschön. Auf uns drin. Bis zum letzten Mal. Lass dich einfach mal umarmen, lieber. Oh, danke. War schön mit euch. Danke. Leute, bis bald. Danke. Bis zur nächsten Folge. Das war's vom Johann. Ciao. You got to paper coaster, beat the boss after all that dirt. I got to get my shit washed.